Hallöchen, liebe Freunde, und herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Witcher 3. Willst du mein Schwert sehen? Hier hast du es, Junge. Oh, das sieht aber cool aus, das so. Weiße Haare. Lila, oder? Ich weiß es nicht. So, auf jeden Fall sind wir hier. Da hinten ist Novigrad. Dorfältester, kann ich mit ihm reden? Nein, finde ein Schiff nach Skellige. Das werden wir machen. Oh, was ist da für eine Pflanze? Ah ja, okay. Nostrix. So, dann reden wir mal hier. Mit dieser Quest. Was habt ihr für Probleme? Ach, gar keine. Zieh nur weiter, guter Mann. Ruhe, Gotthard. Er kann uns womöglich helfen. Die Bande von Kleinrot will das Dorf angreifen. Will sich an Bertram rächen. Wir haben nicht viel, aber wenn du uns verteidigst, bezahlen wir dich. Wer ist Kleinrot? Sie treibt's angeblich mit Wölfen und kann einen Mann mit bloßen Händen zerreißen. Eine Bestie in Menschengestalt. Wobei manche sagen, sie sei sehr schön. Sie führt eine Bande von Deserteuren an. Richtige Halunken aus verschiedenen Armeen. Geübte Mörder und Plünderer. Hört sich aber gar nicht gut an. Und warum will die Bande sich ausgerechnet an dir rächen? Weil ich sie an die Hexenjäger verpfiffen habe. Die Hexenjäger interessieren sich für Banditen? Seit wann? Die Bande von Kleinrot hat unser Dorf terrorisiert. Niemand hat uns verteidigt. Schließlich ist Bertram zu den Jägern gegangen und hat sie um Hilfe gebeten. Die Jäger sind ihnen nach. Wir hatten einen kurzen Frieden, aber dann hat Kleinrot Wind davon gekriegt. Sie will Bertram tot sehen. Er ist erledigt, wenn du nicht hilfst. Ja gut, ich denke, das nehmen wir schon an. Gut, ich kümmere mich um die Banditen. Geht heim und verbarrikadiert euch. Sieh dich vor, Hexer. Die sind wirklich gefährlich. Und bin ich auch. Ah. Hey! Warte bis abends Kleinrots Bande angreift. Ja, dann hätte ich gesagt, dann spulen wir doch gleich mal vor, indem wir meditieren. Ist es abends? 18 Uhr? Ist 18 Uhr abends? Ich weiß es nicht. Mal gucken. Es geht auf jeden Fall schon gegen Abend. Was ist los? Ist das Dorf plötzlich verlassen? Ein Hexer. Haben die Dörfler dich angeheuert? Haben sie, um sie gegen Monster zu verteidigen und gegen Menschen, die sich wie Monster benehmen. Dafür hältst du mich also? Bist du das nicht? Finde es selbst raus, wenn du es wagst. Oder gib mir Bertram, dann geschieht sonst niemandem was. Was hat Bertram dir getan, dass du Rache willst? Ha, diese Kleinigkeit haben sie also nicht erwähnt. Dann hör zu. Er kam vor einem halben Jahr zu mir und sagte, er würde verraten, bei wem das Plündern sich lohnt. Gegen einen Teil der Beute. Aber nach einer Weile wurde der Mistkerl gierig. Er wollte mehr. Ich lehnte ab. Da hat er uns die Hexenjäger auf den Hals gehetzt. Wegen ihm habe ich die Hälfte meiner Männer verloren. Und jetzt geh beiseite, Hexer. Das ist nicht deine Sache. Wir wollen Bertram und sonst niemanden. Mein Wort darauf. Was machen wir? Komm, wir machen. Ich stehe dir nicht im Weg. Tu, was du tun musst. Gute Entscheidung, Hexer. Nein, ich Idiot. Siehst du? Schnell und schmerzlos. Das ist für dich, für dein Verständnis. Auf geht's, meine Herren! Ach, schade, ne? Shit, das wollte ich gar nicht. Das wollte ich überhaupt nicht. Ja, Kleinrot, schieß mich tot. So, wo wir ja eigentlich hin wollten, war hierhin. Erstes obere Fragezeichen, genau. Verdammt, ey. Okay, ja, das war jetzt sehr dumm gelaufen jetzt. Wollte ich gar nicht, aber okay.
dann wisst ihr auch einmal, was ist, wenn man quasi den Rückzieher macht. Arbeitet ihr Hexer jetzt für die Banditen? Verschwinde! Verpiss dich! Sofort! Ja, tut mir leid, ich habe falschen Knopf gedrückt. So. Nicht so schnell, Plätze. Oh, hier können wir es vielleicht wieder gut machen. Wie läuft das Geschäft? Was? Gascoigne? Paul Gascoigne, alter Fußballer? Seltsamer Ort, um über Kunst zu sprechen. Das ist überall möglich. Willst du mit uns anstoßen? Auf die Poesie? So einer seid ihr. Warum nicht? Ich habe Durst. Und wenn ein Mann Durst hat, wird seine Seele von Melancholie ergriffen. Armer Gascoigne. Meine Herren, ich bin berauscht, besoffen, breit und betrunken. Willst du noch einen Begriff für deinen Zustand wissen? Bloß nichts Vulgäres. Was soll unser neuer Freund nur denken? Na schön, aber das ist die letzte Runde für mich. Der Wodka ist weg. Die Troubadour auch. Und meine Sachen auch. Verdammt! Scheiße! Verdammt, jetzt muss ich mal Klamotten suchen. Nur wie gerade Gastfreundschaft. Verfolge die Baden mit deinem Hexensinn. Hol dir deine Habseligkeiten zurück. Das werden wir gleich haben, da. Das ist nicht die Welt. Lauf, Plätze! Jesus, na. Ich gehe mal hier runter, vielleicht kann ich hier interagieren. Doch, kann ich hier. Fußspuren, noch frisch. Ja, wo führen sie hin? Das ist die Frage. Ah, da rum ums Eck. Eine Puppe. Da sind sie. Die zwei Armleuchte. Wisst ihr, was ich auf verärgerten Hexer reimt? Meine Sache, bevor ich Hackfleisch aus euch mache. Muss ein schräger Reim sein. Halt's Maul und gib's ihm zurück. Gut. Wir sind jetzt wieder quitt, oder? Sind wir mal böse? Noch nicht ganz. Wir sind quitt, wenn ihr mir eure Sachen gebt. Alle? Eure Unterhosen könnt ihr anbehalten. Cool. Quest abgeschlossen. Habe ich die jetzt eigentlich im Inventar drin? Nee, ne? Nee. Ui, aber da könnten wir reparieren. Genau, Anfängerrüstungsset. So. Was haben wir hier? Haben wir nichts großartig. Da haben wir eigentlich auch nicht viel, aber wir haben massig, ne? Wir könnten eigentlich herstellen. Wie verrückt, was ist das nochmal? Gabelschwanzhaut, sag mal. Ich erwarte vorbildliches Verhalten, Strolch. Gefangen und als Nebenattraktion in einem Zirkus. Nun, das könnte ziemlich profitabel sein. So, gehen wir jetzt wieder weiter, Freunde. Oh, ich zittere am ganzen Leib. Da ist Plätze, oder? Ist das Plätze? Jo. Los, los. Ich hab genug mit dem Alkohol hier gemacht. Mami! Eieiei, voll her. Laufen lassen da. So. Gehen mal querfeldein.
Ja, es ist schon einfach richtig, richtig cool hier gemacht. Die ganzen einzelnen Quests etc. Nein! Obwohl, die könnte ich eigentlich gebrauchen, ne? Wartet mal. Gedankenbeeinflussung? Nee, was wollte ich denn? Gegen was sind die nochmal allergisch, die Viecher? Ah, Insektoide. Genau, goldener Pyro und Insektenöl. So. Hier haben wir den goldenen Pyro und Insektenöl, hat er gesagt. Lichtöl, Vampiröl, Konstruktöl, Insektenöl. Ach, der Kampf ist schon, der läuft schon. Lauf, Plätze! So. Jetzt kann ich es machen, oder? Normalerweise müsste es jetzt funktionieren. So, Edzettler. So, ihr kleinen Halunken. Da ist noch einer von denen. Hey! Diese goldene Pyro, ey, das ist echt der Wahnsinn. Da haben die Viecher keine Chance ohne Witz. Keine Chance. Ich hoffe, dass ich irgendwie ein rotes Mutagen bekomme, etc. Nee, Giftextrakt, schade. Nochmal Giftextrakt, okay, hat wohl nicht sollen sein. Das war Drecksviech. Hey, Stinkekäfer. Wow. Alter Schwede. Jo. Hui. Alter Verwalter, ich glaube, ich verpiss mich hier. Da komme ich anders mal her. Neues Monsterlager. Oder werde ich doch mal hier schnell meditieren. So, was sind da wieder? Ich glaube, ich ahne Schlimmes, beziehungsweise ich glaube, ich weiß, was da jetzt auf mich zukommt. So, dann nehmen wir doch mal das gute alte Nekrophagenöl. Da haben wir verbessertes Nekrophagenöl. Oder? Was ist das für ein Viech? Ich schau mal ganz kurz hier rein. Okay, wenn das nichts ist, verpisse ich mich gleich wieder.
werde hier doch mal sicherheitshalber speichern hier. So. Dazu verwende ich Folgendes. Und zwar das gute alte Schwalbe, ne? Nee, wie heißt es nochmal? Donner. Schneesturm, weißer Honig. Katze, genau, Katze war das. So. Ein Golem! Das wäre nicht, du Schniedelbein. Eine Illusion. Jo. Golem. Jetzt dreht aber hier völlig durch. Junge, Junge, Junge. Golem, 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 alte Hütten. Was kann man einsetzen? Gedankenbeeinflussung, probieren wir es mal. Alter, der zieht aber einiges ab. Der zieht einiges ab hier. Alter! Okay, Schutzschild, Kumpel. Zum Glück lädt er sich nicht weiter auf. Ich Idiot. Mach mal Feuerschaden vielleicht. Ich muss erstmal warten hier, bis ich ein bisschen aufgeladen bin. Alter, der haut aber richtig zu, der Junge. Der Junge haut richtig zu. Ein richtig krasser Hund. Yes, na. Okay, das kann noch ein bisschen dauern hier vielleicht. Shit. Welche Taktik, ey? Den Golem, den habe ich aber glaube ich noch gar nicht, ne? Ich bin den schon mal in einer Höhle begegnet. Aber mehr auch wieder nicht. Ich werde mich hier nochmal aufrüsten ein bisschen. Was habe ich jetzt gerade? Okay, das Schutzschild, das Gwen habe ich. Jetzt sichte mich nicht mehr, der Trottel. Ist natürlich gut. Jetzt hat er mich aber gesehen. Wow, shit. Der Kerl, jetzt ist er wütend, Alter. Oh.
Okay, das hat gar nicht hinkaut, Franconia. Gar nicht hat es hinkaut. Habe ich den Golem drin im Bestariums-Eintrag? Ich weiß es nicht. Drakonide? Nee, ne? Geister auch nicht. Hybriden sowieso nicht. Insektüden kannst du vergessen. Konstrukte vielleicht? Nein, Nekrophagen. Felstrolle? Hm. Okroidenöl und Quen vielleicht, ne? Aber ich glaube, das kann ich jetzt nicht einsetzen. Aber wir können es mal probieren. Habe ich das? Konstruktöl habe ich eigentlich nur. Okroidenöl habe ich das nicht. Doch, hier. Nein, kann ich nicht einsetzen. Ja, leck mich doch. Das wird nichts, Freunde. Das wird nichts. Ach, weißt was? Ich verpiss mich hier. Das muss ich mich hier jetzt nicht geben. Ach, verdammt. Komm, geh jetzt raus da. Verfluchter Mist. Sieht auch krass aus, ne? Okay, in diesem Sinne gehen wir mal eins vor. Jetzt haben wir 13 Uhr. Kurz nach Mittag, wunderbar. Jo, dann war ja hier Meditation wollen wir nicht. Wir wollten Weltkarte gucken. Genau, mit dem Schiff wollten wir nochmal hierher. Und da ist es ja schon, das Schiff. Komm, jetzt geh raus, ey, der läuft schon so langsam. Ach, das nervt. Trunkenen Zunge, mehr haben wir nicht. Doch, hier haben wir noch was. Monsterklaue. Gut, dann haben wir hier ein kleines Bötchen. Rein mit dir, Geralt. Und wir schippern nach Novigrad. Oder? Schippern wir nach Novigrad? Wir wissen es nicht. Schippern wir nach Novigrad? Wir schippern nach Novigrad. Alle anschnallen, weiter geht's. Geben wir mal ein bisschen Gas. Scheiße, das sind alles Felsen. Nein, sag los jetzt, sag los. Entschuldige. Sag bloß, wir kommen jetzt hier nicht rauf. Ach, verflucht. Komm, da müssen wir irgendwo rauskommen. Kann ja nicht sein. Wie wende ich? Nein. Gratuliere. Ach, jetzt hänge ich auch noch fest, du. Was geht denn jetzt ab? So, stoppen oder wenden?
Alter, das kann doch auch nur mir passieren, oder? Ich kann auch schon das Steuer nicht mehr loslassen. Ich drück alles, aber es geht gar nichts. Komm, Steuer loslassen. Och, Junge, 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 echt. Ach. Okay, jetzt hänge ich hier fest. Komm nicht mehr weiter, dann war es das für die Folge. Ach, war ja auch wieder für die Katze. In diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal bei Pleiten, Pech und Panik mit mir und Gerald von Riva. Macht's gut. Servus.